Guten Abend. So, guten Abend. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Hallo, guten Abend. So. Ich hoffe, dass diesmal Hallo. richtig Guten angezeigt wird, Abend. Hallo. aufgezeichnet wird. Hallo. Beim Bei letzten mir ist Mal immer war noch ja nichts, die Veronika. Miniaturansicht. Das war, Hallo. kam nicht so gut an allgemein. Und jetzt machen wir Hallo. wieder die Sprecheransicht und hoffen, dass das klappt. Gleich zu Anfang. Hallo. Hallo. Elke und Biene kommen nicht, die entschuldigen sich für heute. Domi kommt vielleicht Hallo. später, sie weiß es noch nicht, sie hat ihr Enkelkind da. Okay. Die Heide Wallus kann auch sein, dass sie nicht kommt. Sie weiß es nicht genau. Sollte sie nicht kommen, grüßt sie euch alle herzlich und bittet darum, nächste Woche am Dienstag hat sie ihre Schulter-OP. Da bekommt sie eine neue Schulter. Und da Veronika, dürfen okay. wir die Daumen drücken, was wir ganz fest tun. Veronika, man sieht dich nicht. Ich sehe nur einen verschwommenen Bildschirm. Ja, ich auch. Okay. Und irgendwas mit Anmelden oder so, keine Ahnung. Aber dafür sehe ich eine schicke Andrea. Ja, genau. Sehr schön. Hallo. 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 Wohn ist da, ja, Wohn ist da. Hallo. 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 Oh. Hallo. Oh. Ich höre euch, ihr dürft reden. Was? Ja, aber wir sehen dich nicht, ganz Ja, matschig irgendwas. ich bin auch dran. Das sieht so Veronika aus, mag als sich würde heute deine nicht Kamera irgendwo hin zeigen. zeigen. Besser wär's. Veronika versteckt sich heute vor uns. Genau. Genau. Aber du kannst sehen, was wir zeigen, ne? Ich kann euch alle sehen und es muss an der Kamera liegen. Ja. Dann Auch. frage ich mal, ist Sascha schon da? Sascha? Ja, anscheinend nicht. Guten Abend. Abend. Hallo. Hallo. Ich möchte heute oder ich muss heute ribbeln, aber ich möchte euch vorher erstmal die Rückseite zeigen, weil die finde ich nämlich eigentlich auch ganz schick. Das ist die Rückseite. Und ihr Okay. seht schon, hier knubbelt das, das ist viel zu eng und ich breche mir echt einen ab. Da muss ich was anderes draus machen. Und das ist die Vorderseite. So, und das werde ich wieder aufribbeln. Oh, okay, sie Ja. schiebt. Nee, ist die Home. Ach, die Home. Was soll das werden? Sowas wie ein Kissen. Eine Nackenrolle. Hatte ich vor. Okay. Aber das gefällt mir so nicht. Ja, aber bei Und einer das ist Nackenrolle unein. können die Enden doch ruhig auch rund sein. Also. Ja, ich zeig's nochmal. Ich habe hier einfach hier angefangen, so rund. Ja. Ja? Dann habe ich jetzt hier, wie du das siehst, gibt das hier so eine Beule. Das soll ja hier stramm sein. Ich habe das viel zu eng gestrickt. Das ist Okay. viel zu eng. Und das gefällt mir so nicht. Das ist wieder Ansonsten dein finde ich die ja Monk. schick, so, aber Ja. Dein ja, ich Monk. weiß, ich habe so einen Ja, Monk. ja, 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 ja. Okay. Alles klar. Ja, dafür mache ich jetzt was ganz Einfaches. Ich stricke eine Schnur, so, da kann ich mir nicht vertun. Sind auch nur 6 Maschen, die muss ich nicht zählen. Da musst du aber gucken, dass im Endvermeeting nicht zehn Da Meter ist sie. wieder aufziehen musst. Nee, Da so ja, ist viel sie, muss ich die nicht haben. Veronika. Jetzt sieht man Ja, dich. ja. Ja, so ist gut. Und soll ich es wieder Nein. ausmachen? Och nö, Ich heute gucke mal gerade, nicht. ich habe bis wirklich vor der halben Stunde noch Ausgleichsmasse in unser ja, altes Brennhäusle geschüttet.
Und das hat mich echt aufgehalten. Und deshalb ging es etwas schnell jetzt heute. Guten Abend. Hallo, Guten Babsi. Abend. Alle im Häkel-Outfit. Sehr Nein. schön. Andrea, mit dir fangen wir mal an. Wie hast du jetzt die Armausschnittlösung geschafft? Zeige euch mal meine Winkearme. Ich stehe mal auf. Es war doch ein bisschen mehr wie, hatte so rum wie 3 Zentimeter. Und dann habe ich hier so ein Stück Wow. mit Muster Oh, gehäkelt cool. und noch feste Maschen und habe das dann da eingehäkelt. Schön. Das Super. Du ist bist eine so gute ein Fall, Lösung. was da in den Sinn kommt. In die Dingens. So war Aber doch der das Plan, sieht aus so, Andrea. Als wäre das so, genau. als hätte das so gemusst. Genau. Genau, Der Ines hat es schnell. wieder voll erkannt. So hatte ich das von Anfang an geplant. Genau. Weil also so ein Seitenstreifen an einem Pullover, der macht auch schmaler. Ja, ne? Also ich habe den Ja. an beiden Seiten, ne? Nicht nur an Genau. einer Seite. Sollen ja Der beide Seiten schlank sein, ne? Doppelte Streifen. Wirkung. Ja. Also, als du das mit den Einsätzen gemacht hast, hätte ich nicht gesagt, das hätte ich nicht gedacht, dass es so gut gelingt. Also sieht richtig gut aus. Wie bitte? Ja. Hattest du kein Vertrauen Na, in mich? schon, dass du es hinbekommst, aber ich dachte, die Wirkung, dass es mehr nach gebastelt aussieht oder Ach nach so. sich beholfen irgendwie, aber es sieht wirklich, wie die Marion sagt, es sieht aus, als wäre es so Sollte so gewesen. sein, genau. Ja, aber sie hat eben auch das Muster aufgenommen. Wenn ich sowas mache, mache ich meistens irgendein Blatt rechts oder ein Rippenstreifen. Das macht schon Ja. viel aus jetzt. Vielleicht lag es daran, ja. Man Ja, denkt nee, dann ich immer, wollte man das. muss einen Kontraststreifen reinmachen, ne? Ja. Nee, Gut. ich wollte das ja so. So, und dann habe ich ein Tuch angefangen mit Veronika-Wolle zu häkeln. Und zwar das Muster Fachwerk von Sylvie Rasch. Sind das Und Töpfe? nee, das ist Fachwerk. Also das ist so. Das soll, wenn wir denn, also wenn ich so habe, wenn ich so ein bisschen drehe, ist es immer ein Viereck. Ah, okay. Aber ansonsten, ja. Also es heißt Fachwerk. Toll. Und das ist irgendwie anders, weil da habe ich nicht keine Spitze. Also die Spitze ist zwar da, ne? Da habe ich ja angefangen. Aber an der ist jetzt nicht, dass die Spitze. Also sich hier so hochzieht. Hier so, ne? An der. Sonst hast du doch meistens, dass man dann hier eine Mitte hat oder Aha. so. Und ich finde die Seitenteile ganz schön lang. Also es ist irgendwie anders. Ja, denn das ist Egal. ein flaches Dreieck, ne? Ja, ich glaube, ja, Das, so, ja, kann diese sein, ja. flachen Tücher sind ja jetzt sehr schön. Also mir gefällt. Ja, mir auch. Ja. Gut. Ja, mehr habe ich nicht. Ich habe zwar noch was angefangen, aber das zeige ich euch noch nicht. Oh. Ich habe auch noch was angefangen. Letzte Woche. Gegen Ende des Meetings ist dann fertig, Andrea. Nee, auf Garantie nicht, aber da brauche ich ma irgendwann mal, wie sagt man, fachliche Unterstützung, wenn es denn soweit ist. Ja, schau halt mal, wo du die herbekommst. Wir sehen uns ja dann nächste Woche im Meeting. Ja, eben, genau. Daran dachte ich. Aber vielleicht kann ja denn Marianne mich dann irgendwie unterstützen oder so. Fahre ich mal schnell zu Marianne, oder? Die wohnt ja ums Eck. Ja, gut. Ich habe ihn fertig. So, jetzt weiß ich wieder nicht mehr, wie man deinen Namen ausspricht. Kannst du mir noch mal auf die Sprünge helfen? Javi. Javidan. 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 Gut. Ja. Ich frage beim nächsten Mal dann wieder, okay? Ja, kein Problem. Wir können das noch ein paar Mal üben. Ja, Kenne das ich schon. ist auch überhaupt nicht meine Stärke, habe ich schon oft erwähnt. Deshalb verlass dich Ja. drauf, ich werde wieder fragen. Aber jetzt, Chavidan, leg Ja, los. ich hatte vor 2 Wochen oder so, hatte ich ja wegen der Tasche, war das Thema.
Weißt du? Das ist jetzt daraus geworden. Wow. Und ja, das ist ein ganzes tatsächlich. Kannst du sie gerade mal noch mal in die Kamera halten, ohne zu schwenken, dass die Kamera sich scharf stellen kann und sprechen? So, ja, das ist die Tasche, da ist die ganze Rohplate und noch ein bisschen dabei von dem, was ich da noch hatte. Also von diesem hier, also von so einem Strang, plus halt noch ein bisschen. Und dann ist dann so viel noch übrig geblieben. Davon habe ich diese kleine hier gemacht. Das ist eine Projekttasche dann jetzt geworden. Idisch cool. So, ja, ich versuche die ganze Zeit zu sprechen. Also da passt eigentlich auch ordentlich was rein, finde ich. So, einmal ich ruhig nur halten, bitte. Danke. Ich habe die letzten Reihen weggelassen, nur dieses das hier noch gemacht. Genau, das ist eigentlich ganz gut. Und dann ist noch ein bisschen übrig geblieben für so ein Handyband. Das ist jetzt hat auch eine richtig gute Länge, um das einmal so crossover zu hängen. Genau. Und ich hatte ja erzählt das letzte Mal, dass ich bei der Marion Dreinstedt war und so ein paar Knäuel, also ein bisschen Wolle geholt habe. Ich habe unter anderem jetzt noch diesen Strang hier geholt. Ich weiß allerdings nicht, was ich damit machen soll. Ich habe noch nichts Richtiges gefunden. Es wäre gut, wenn ich so ein Muster für eine Netztasche finden könnte, aber ich muss da noch mal ein bisschen suchen. Dann habe ich eine Bobble. Also zwei Bobbel, einmal diese hier, diese Farbe, und ich habe dieses Buch. So. Und da habe ich mir das mal angeguckt und mal gesucht und mal richtig gelesen und habe dann festgestellt, ich brauche oftmals zwei kleinere Bobbel und die müssen dann halt auch irgendwie, aber mit diesem XXL komme ich halt nicht zurecht, so wie ich das jetzt verstanden habe. Dann habe ich aber mit einer Bobbel habe ich das hier angefangen. Da dachte ich mir so, da kann ich nicht sehr viel falsch machen, das wird schon gehen. Und bin jetzt so weit. So. Das ist dieser Schulterwärmer. So. Also, wenn man, dann muss man den Kragen hier umschlagen. Oh. Genau. Und würde man dann so tragen. Also, es ist ganz gut geworden, finde ich. Ja, ja. Habe ich noch mit der XL-Bobble. Ein bisschen habe ich noch. Genau. Und das wird dann das Modell hier. Schön lang. Ja. Genau. Und jetzt habe ich diesen Bobble hier ja noch. Das ist auch dieses XL. Sorry, wenn ich unterbreche. Kannst du noch mal das Buch vorher zeigen, was du eben hattest, wo du den Schulterwärmer drin hattest? Schatz. Okay, danke. Ja. Javidan, bist du dir sicher, dass der Bobbel mit dem Grau außen XXL ist? Grau außen? Den du eben gezeigt hast, würde XXL. Nee, den mit dem, den, der noch ganz ist. Mit dem pinken. Nee, stimmt. Ja. Hast recht. Ja. Ja. Hätte mich jetzt das gewundert, was die Marion da in ihrem Laden hat. Ja, dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, ne? Weil laut dieser Anschrift brauche ich da zwei. Kann das sein dann, dass also, ich... Was du mit dem gut machen kannst, das fängt ja oben in, es fängt ja oben an und dann häkelst du nach unten. Und ja, sollte dir das zu kurz sein, du brauchst ja jetzt, welche Größe brauchst du? Die mittlere 44, 42, genau. 44. Genau, dann schau doch einfach mal, wo du landest. Es gibt sehr viele Bobbles aus dieser Serie. Guck mal. Ja. Und ja. Die hören ja alle mit diesem Grau, mit dem gleichen Grau auf. Also du könntest dann gut unten von einem
zweiten Bobbel, wenn dir vielleicht gerade noch 5 Ja. Zentimeter oder so fehlen, das gleiche Grau unten anhäkeln und könntest eben dann aus dem Rest vom zweiten Bobbel ein kleineres Tuch oder so häkeln. Gerade die Ja. flachen Tücher, wie es jetzt die Andrea häkelt, da braucht man oft keine 800 Meter. Aha. Ah ja, gut. Wobei Ja, ich das hätte ganz ich. zuversichtlich bin, dass du sehr weit kommst. Bin fast überzeugt, dass du es nicht brauchst, weil das hat ja oben gar keine Arme, das Modell. Ja. Das Ja. wird ja, da teilt man ja die Arme nur ab. Ja. Und das Modell Original ist definitiv nur mit einem gehäkelt. Ach so. Ja. Ja, okay. Gut. Hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht rechtzeitig gemerkt. Ja. Und dann habe ich hatte ja dann noch ein paar andere Knäuel geholt, um mal das alles zu testen und dann für meine geplante Jacke und Strickjacke in Double Face was zu finden. Dann habe ich hier die Charity. Das wird ein Dreieckstuch. So. Und ich habe jetzt hier das dritte Knäuel schon angefangen. Okay. Und ich wollte, dass es schön, also tiefer geht und weiter geht. Und ich werde damit, glaube ich, auch ganz gut hinkommen. Und diese rote Farbe erinnert mich an Erdbeere. So, und dann dachte ich mir, also die Empfängerin ist auch Erdbeere-Fan und auch so ein Rot-Fan. Und ich dachte mir, ich mache hier was Grünes an dem ja, Rand hier, an dem oberen Kragenrand. Und dann, eine Erdbeere hat ja noch diese, ja, Die Samen. genau. Ja. Und das würde ich auch ganz gerne hier reinbringen, aber ich dachte, ich wollte das jetzt nicht so als Sprenkel da reinbauen, weil das ist jetzt auch viel zu spät. Dann dachte ich vielleicht so an Quaste oder an ein bisschen Franse, nur dass diese Farbe, wenn man das so drumrum legt, ein bisschen rauskommt. Aber ich habe noch keine richtige Idee dafür. Weiß nicht, Wenn vielleicht hat einer von euch noch eine Idee. du ein paar Perlen ranmachst, so vereinzelt, eine Perle. Ja, Oh. dachte ich auch, aber die wollte ich nicht einzeln rein nähen, weil das Stricken, das fiel mir viel zu spät ein oder auf vielmehr, dass man die hätte einbauen können oder mit reinstricken können. Aber da war ich schon viel zu weit und das hätte eigentlich wie gewollt und nicht gekonnt ausgesehen. Ja, Okay. ich muss mal gucken, wie ich das jetzt mal löse. Und ein zweifarbiger Pastelrand komplett drumherum. Mit einer Masche gelb und drei Maschen grün, damit das Verhältnis stimmt. Unten, wo es dann spitz zuläuft, Ganz oder wie man außenrum, ja. ganz außenrum, Haspelrand, okay, also das Oder sagt mir so jetzt nichts. Eikordrand, nur jetzt Ach so so, ja. als Idee. Wenn du ja sowieso schon einen grünen Rahmen machst, oder Ja. vielleicht habe ich dich da mit dem Grün auch falsch verstanden, aber dass du Den eben in der Strich so groß gleichen wird, Linie eben dann noch was zum mit Schluss Gelb Maschen reinbringst. für Ja. den Ärmel ausgelassen Moment. werden, nur noch Maschen für den Rumpf Man sieht das. zugenommen Ja. werden Ja. und teilweise auch doppelte Zunahmen gearbeitet werden. Aber das steht alles in der Anleitung ganz genau und da kannst du dich auch an den Hilfstabellen. Wo stelle ich dich stumm? Jetzt. Muss jetzt keiner. Nein. Ja. Also ich werde mal die richtige Farbe raussuchen, das passende Grün und das passende Gelb. Und werde mal so einiges Verschiedenes ausprobieren. Muss ich Ich mal würde gucken. halt gelb weniger dran machen wie grün, ne? Das Ja. Verhältnis stimmt. Ja. Ja, genau. Das dachte ich mir auch. Ja. Dann habe ich euer letztes Zoom-Meeting. Ja, schade, dass ich nicht mitmachen konnte, aber da fiel mir so vieles ein. Da war ja das Thema Sockenstricken. Und jeder hat ja so seinen Sockenschnitt und Prinzip gefunden. Und ich hatte schon mal Socken angefangen und dann wieder aufgehört und nach ein paar Jahren wieder angefangen. Und ich stricke jetzt sehr viele Socken. Und als ich dann angefangen habe, so nach einer Weile, habe ich mir natürlich auch Hefte angeguckt und bin dann halt auf verschiedene Fersen gestoßen. Ich habe mal so ein Fersenschlauch gestrickt. Der sieht so aus. Der ist geil. Warte, genau. So. So.
Ja, also das sind verschiedene Versen drin. So, also hier ist auch zum Beispiel die Superverse. Ich glaube, die heißt so, ne, Veronika? Hm? Das ist diese Zunahmeverse, genau. Und als ich diese Verse, das Buch gefunden habe, gekauft habe, bin ich auch auf die Idee gekommen, diese verschiedenen Versen, Modelle, Möglichkeiten zu stricken. Also da ist also normale Käppchenverse, Bumerangverse, dann ist die Hufeisenverse, die Herzchenverse, die doppelte Verse, so tun als ob Verse, also diese falsche Bumerangverse, wo man dann abkettet. Das ist das dieses Helixstricken, also dieses Gumgum heißt das, glaube ich, noch versucht hier so ein bisschen. Und das ist die verkürzte Reihe Verse hier, diese die Spitze, wie nennt man das nochmal? Diese Bumerang Spitze halt, ne? Was man dann eben so machen kann. Und dann Mäusezähnchen dann auch. Also man kann die nicht anziehen. Das ist also vielleicht auch ein kleiner Fuß kann das schon ein anziehen. Tausendfüßler. Tausendfüßler. Man kann es auch als Schal nutzen hier, so ein bisschen. Tadivan, kommst du nach Bad Lippspringe zufällig? Ja, habe ich vor. Wunderbar. Kannst du das Teil dann bitte mal mitbringen? Ja, oh, ja. Gerne. Ja, ich würde es gerne mal näher betrachten, weil ich bin ja noch Sockenanfänger und so Ja. mehrere Fersen zu sehen und mal zu gucken, wie die so Ja. aussehen, ist natürlich nicht schlecht. Würde ich Ja, mich ja gerne. freuen. Gerne, gerne. Ich habe jetzt auch extra aufgeschrieben, wie diese ganzen Fersen heißen und mit einer Farbmarkierung, damit Das ich ist ja da auch nicht durcheinander komme. Ich habe gut. auch ja, Vor- und Nachteile einer Sie sind Ferse dann. vorbereitet. Ferse habe ich dann auch aufgeschrieben. Und ich habe hier Bananensocken gestrickt für Kinder. Und ich habe die eigentlich mal ungewaschen, habe ich die dann verschenkt. Und dann dachte ich mir, das eine Mal wäschst du die dann mal und nach dem Waschen sieht die dann so aus. Eine Bananensocke. Ich weiß nicht, kennt ihr Bananensocken Ja. bestimmt, ne? Ja. Also ich Okay. weiß, ist das normal, dass das dann so aussieht und nicht mehr so krumm? Ja, also Eigentlich bei mir nicht. auch. Ja, okay. Ja, na gut. Dann ja, und dann wollte ich mal sagen, also ich fange Socken zum Beispiel an der Spitze an. Zum Beispiel habe ich hier. Meine Socken fangen hier an und dann stricke ich verkürzte Reihen zur Spitze. Manchmal mache ich auch ein Beilaufgarn oder eine verstärkte und danach stricke ich wieder zurück und habe dann hier meine Sockenspitze. So. Und das mache ich Okay. ganz gerne. Okay. Das mache ich ganz gerne, weil ich Erklär das gerade noch mal. Bitte. Ja, würde ich auch gerade sagen. Ich fange meine Socken, wenn das hier so die Socke ist, fange ich die hier an. Hier. Moment, ich sehe nichts. So, hier fange ich die Socke an. Sieht man die Naht? Ich weiß gar nicht, ob man die richtig Ja. sieht. So, und dann drücke ich dann hier dieses Dreieck in verkürzten Reihen. Das ist ja dann oben. Und dann stricke ich Ach, die hier andere Seite hoch das mit runter. zusammen. Genau, und dann stricke ich hier meistens mit Beilaufgarn. Also hier ist normales Garn und hier ist dann Beilaufgarn. Damit das hier ein bisschen stärker ist, wenn das da unten. Und dann stricke ich in Runden weiter und mache hier eine Käppchenferse. Aber ich nehme keine Zwickel zu, zum Beispiel. Also hier ist ganz normal, ohne Zwickel, gar nicht. Und ich mache hier, wenn ich jetzt zu viele Maschen habe, sind meine Zwickel hier oben. Da, wo der Fuß reingeht, hier. Da reingeht. Genau. Das funktioniert ganz gut. Ich stricke, also alle Füße, die ich jetzt so bestricke, sind alle glücklich damit. Das funktioniert. Ich habe mir das irgendwann mal angewöhnt, weil ja dann doch die Ferse und die Spitze am schnellsten kaputt gehen, bei jetzt vierfädriges Garn zum Beispiel. Genau. Also Ja, das macht geht es, ganz gut. weil das den Vorteil hat, dass du da einen Beilauffaden kannst mitlaufen lassen.
Okay. Genau, genau. Das ist eine sehr gute Idee, ja. Ja, ja. Oder wenn ich jetzt sechsfädriges Garn habe, hier zum Beispiel, habe ich dann so sechsfädriges genommen. Was? Ja. Mit sechs Fäden, also kein vierfädriges, sondern nur für die Ferse, Käppchenferse, habe ich dann sechsfädriges genommen, je nachdem. Also ich verstärke die vorne und an der Ferse so oder so, weil viele tragen, also das ist am schnellsten immer durchgegangen, also ein Loch reingekommen. Und ich finde, das alles andere war noch gut und ich fand das immer sehr schade. Es ist ja dann doch ein bisschen Mühe, was man dann macht, ne? Und wenn das so an den Fersen dann kaputt geht oder an der Spitze. Also die Socken sind in Arbeitsschuhen drin. Das ist so, ja, weil wenn der Fußboden so kalt ist oder im Winter zum Beispiel, wird halt viel mit, laufen wir viel mit Socken rum. Und also das funktioniert halt auch mit dieser Käppchenferse, auch ohne diese vorherige Zwickelzunahme. Also das mache ich dann hinterher. Genau, das ist mir dann noch letztens eingefallen, Okay. zu dem Thema Socken stricken. Super, gut, Ja, danke. genau. Ich Ja, die hatte noch meine Dani. Frage zur Spitze. Zur Spitze, ja. Fängst du dann mit der halben Maschenzahl an und machst Reihen? Und wie machst du dann die Seiten zu? Ja, das ist, wenn du das so machen würdest, mit dieser halben Maschenzahl, dann hättest du ein Loch. Und zwar das Loch wäre dann so. Also hier habe ich im Kreis angefangen. Hier habe ich im Kreis Aha. angefangen, ja, und habe dann gestrickt. Also, ne, dann habe ich einmal zur Spitze und dann wieder zurückgestrickt. Und wenn du dann hier ankommst, dann hast du ein Loch. Musst du hinterher zunähen. Aha, So, da geht's doch. Okay. mein Anfang war so, aber so mache ich das nicht. Ich stricke, warte, ganz kurz, meine Nadel sind weg. Ich brauche hier noch eine zweite Nadel, warte kurz. Hier, also, ich nehme die Nadeln so und schlage im Kreuzanschlag auf. Also eine hier, eine da, eine hier, eine da. Dann sind hier 30 und hier sind 30. Die liegen aber so Ja. aneinander. So, jetzt kannst du entweder, ja, eins strickst du natürlich und das andere kannst du an so einem flexiblen Seil Nadelseil hängen lassen. dran machen. Dann biegt sich das halt runter und damit kannst du dann ganz normal dann stricken. Ne? Also ganz normal verkürzte Reihen stricken. Wie eine Bumerangferse oder wie eine Bumerangspitze hier, wie diese hier. Warte, wo habe ich sie? Hier. Das ist ja diese Bumerangferse, die man ja auch als Spitze stricken kann. Ja, klar. Ja, genau. Also, Und wie kommt die dann oben wieder zusammen? die kommt oben nicht zusammen. Du kommst ja dann wieder ans Ende, du kommst ja drumrum quasi. Ich fange hier an, stricke Ja. bis hier und Ja. dann stricke ich wieder runter, Zurück. zurück, Ja. zurück, genau. Und dann bin ich aber ja wieder, ich bin dann im Kreis wieder. Also die Genau. Anfangsmaschen, die du stillgelegt hast, die strickst du dann weiter mit. Richtig, genau. Schwierig zu erklären, aber Also wenn hast du man. dann eine Reihe wo du zwei Maschen zusammenstrickst. Also jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Stehst auf dem Schlauch. Okay. Ja. Also ich habe das so verstanden, du fängst praktisch, wenn das jetzt hier meine Zehen sind, fängst du praktisch hier an zu stricken in der Ja. Runde, strickst dann den Spann oder das oberhalb von den Zehen mit verkürzten Reihen bis hier oben und dann strickst du mit deinem Beilauffaden hier zurück unterm Fuß mit dem Beilauffaden, dass es verstärkt ist. Und endest dann wieder hier und strickst dann in Runden Ja, wir weiter. gehen jetzt gleich. Genau Ja, so. ich fange aber nicht in Und Runden an. was schaffen wir Nee, doch das ist draußen? mir. Lass Also, das mal probieren. mein Hilfe! Anschlag, Babsi, guck mal, mein Anschlag geht so. Hier ein Das ist mir Kreuzanschlag klar. Ja, und hier das ist dann, ne? mir So. klar. Und dann hast du das dann so. Und dann strickst du mit einer Nadel das Ja. in die Spitze und dann wieder zurück. Ja.
Und dann hast du ja die Maschen vom Zurückstricken plus die Maschen hier auf der Nadel. Genau. Und dann bringst du die zusammen. Die sind ja dann zusammen. Die sind dann zusammen, die sind dann hinterher. Babsi, das muss ich einfach mal ausprobieren. Ja, ich glaube auch. Genau, das kommt dann beim Doing. Ja? Also statt dass das dann offen ist, wäre das ja dann zu. Das wäre ja dann zu und ich bin ja dann wieder im Kreis. Jetzt stell dir vor, ich hätte das jetzt nicht im Kreis, sondern so zusammen gemacht. So. Dann wäre ich ja wieder im Kreis. Ja. Ja. Hier hat die Fensterscheibe leicht gebebt. Jetzt ist der Stein gefallen. So, jetzt müssen wir aber weitermachen. Schon haben wir zu lang gezogen. Gut, dann. Ja. Ach so, Veronika, noch vielen Dank für das Video mit den verkürzten Reihen. Vielen Dank dafür. Hast du es schon gesehen? Ja, ich habe es mir gerade schon angeguckt. Okay, sehr gut. Ja. Dann kommt die Tanja. Ich muss jetzt auch nochmal zum Thema Socken. Ich hatte ja letzte Woche war ich ja nicht da, da hatte ich ja dir per Mail eine Frage gestellt mit den Zunahmen aus dem Querfahren. Das hat gut funktioniert mit deiner Methode. Und dann hatte ich ja gefragt, wie ich mit dieser bei der Top-Down eben deine Ferse einbauen kann, weil ich das Video nicht so ganz so vom Kopf her. Und das habe ich jetzt bei dieser Socke mal probiert. Und es ist jetzt deine Ferse. Hat geklappt. Ja. Sehr gut. Und ich habe sogar geschafft, das Muster auf der einen Seite weiterzumachen. Ja, das war es eigentlich noch. Das wollte ich nur kurz als Ergebnis nochmal zeigen. Gut. Sehr schön. Gut. Hat schon noch jemand das Video mit den verkürzten Reihen gesehen beim Double Face? Ich habe es im Prinzip parallel zum Beginn vom Zoom-Meeting hochgeladen und habe es ja letzte Woche versprochen. Ne? Und jetzt hat es noch ganz kurzfristig geklappt. Schaut es euch mal an. Mein Plan ist da eben eine Raglanjacke mit verkürzten Reihen mal einzustellen. Als Kinderjäckchen und dann kann man es ja in jeder Größe dann erweitern, wenn man mal weiß, wie die Technik dann geht. So, jetzt Marion, du hattest vorhin gesagt, du hast noch was zum Zeigen. Ich hatte noch eine Idee zu dem Erdbeerteil. Du könntest anstatt Bömmeln kleine Erdbeerchen häkeln dranhängen. Ja. Oder aber so eine Brosche. Schau mal hier, ich habe die jetzt festgenäht. So eine Brosche, ja. Einfach zwei Spiralen mit Tüdel dran. Und da könnten auch Erdbeerchen hängen. Ja. Das war noch eine Idee. Ja. Und zu deiner sockenlangen Schlange. Ja. Ich bin gerade dabei, noch eine neue Ferse zu entwickeln. Da musst du noch ein bisschen warten, da kannst du erweitern. Ja, ich werde wahrscheinlich noch einen Sockenfersenschlauch dann machen. Es sind ja schon so viele neue dazugekommen, so auf den Videos und so. Ja, gute Idee. Dann habe ich heute mit der Marion Reinstädtler telefoniert aus Bad Lippspringe. Und der Ablauf unseres Treffens wird so sein, dass wir am Freitagabend um 19 Uhr treffen wir uns bei der Marion und da ist einfach freies Stricken, Häkeln, Quatschen, Getränke sind vor Ort, die haben sie da, das macht sie ganz unkompliziert, sie stellt alles hin und stellt ein Kästchen auf, so dass man einfach selbst kann reinschmeißen, was man denkt, was man verbraucht hat. Am Samstagvormittag trifft man sich dann um 10 Uhr und strickt dort weiter quasi. Nach dem Frühstück sehen wir uns dann wieder und bis um 1. Von 13 Uhr bis 17 Uhr ist dann der Workshop bei der Marion, also
wo sie selbst ihre Kunden eben dann mit dabei sind. Und wir hier von unserem Woolly Hacks Treffen haben dann Zeit, was zu essen. Bad Lippspringe hat an diesem Wochenende wohl das stadtbekannte Fischerfest im Park. Wenn ich es Oh. richtig verstanden habe, gibt es da zwei Parks und in beiden Parks findet da ein Fest statt. Also lohnt sich auf jeden Fall da das zu erkunden und eben was zu essen. Und abends geht es dann um 18 Uhr wieder weiter. Ein Ende gibt es nicht. Also das bestimmen wir dann selbst. Ja. So, und sie freut sich drauf. Und wie gesagt, wenn ich werde die Telefonnummer nochmal verlinken unten. Wenn noch jemand vorab bei ihr Wolle einkaufen möchte oder bestellen, ist sie natürlich froh, wenn das vorher geordert wird. Da war sie sehr dankbar um die Idee, dass das auch schon schön angenommen wird. Ja. Da Diesen kann man ja Ablauf schon werde richtig man neidisch wohl. werden. Bitte? Da kann man ja schon richtig neidisch werden. Ja, wir freuen uns drauf. Also ich freue mich da auch drauf. Und wir werden euch zumindest mit Bilder dazu holen, die wir dann beim nächsten Mal gut zeigen können. Ich werde heute Abend auch die Bilder nochmal zeigen vom letzten Mal, weil ja die Veröffentlichung lief ja über diese kleinen Kacheln und da kamen sehr viele Kommentare, dass man es eben schlecht sieht. Oh Und Gott. das war auch ein Versehen. Also ich hatte das letztes Mal anders aufgezeichnet. Irgendwie habe ich einen falschen Schalter gedrückt. Und also der Plan ist, wieder die Sprecheransicht zu machen. Und ich hoffe nicht, dass sich dazu automatisch irgendwas umgestellt hat, also dass das wieder klappt. Gut. Ah, die Dominik ist da. Hallo. 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 Und oh, was machst du, Katharina? Ich bin gebeten worden, einen Leuchtturm zu häkeln. Und ich versuche, den Hamburger Leuchtturm, der in Cuxhaven steht, in Wolle nachzubilden. Das wird ein symbolisches Geschenk für einen Kollegen, der runden Geburtstag hat. Na, natürlich habe ich gesagt, ja. Ich mache den Leuchtturm. Und von meiner Schwägerin bin ich gebeten worden, die kleinste Nichte von mir kommt jetzt als letzte zur Schule und kommt in die Froschklasse. Und sie hat gesagt, oh nein, sie hat sich richtig geärgert und sagt, ausgerechnet Frösche, die mag ich gar nicht. Und so. Und dann wurde ich gebeten, ob ich vielleicht einen Frosch häkeln kann, der ein bisschen wenigstens leiden mag. Und ich habe hier einen richtig großen Frosch. Oh Gott, Oh. der ist ja schön. Ja, ich hoffe, dass sie das auch findet. Dann gehäkelt. Deshalb, ich war beschäftigt, diesmal mit Tierchen. Der passt Ja. aber nicht in die Schultüte. Nee, den nehme ich so auf den Arm. Wenn sie den nicht mag, behalte ich den. Okay. Dann habe ich noch, ganz untätig war ich nicht, genau, einen kleinen Marienkäfer noch gehäkelt. Ja, das war's. Und nach dem Leuchtturm geht es weiter mit Double Face. Ich muss es ja noch in Reihen lernen. Aber in Runden klappt gut. Also ich bin ganz glücklich. Sehr schön, sehr Ja. schön. Es ist machbar, ne? Man muss sich eben drauf einlassen und dann irgendwann passt es dann schon, ne? Ja. Ja, dann wird es zur Sucht. Ja. Ich bin mal gespannt, wenn unser Norway-Karl beginnt, ob wir viele Neueinsteiger haben. Das werde ich auch noch mal zeigen. Aber nehme die Dominik erst noch dran, weil das ja letztes Mal alles mit den kleinen Kacheln eben war. Zeige ich es noch mal durch, was wir machen. Dominik, du hast das Wort. Ja, also ihr seht mich erstmal Ja. abgekämpft. Hatte Enkelin-Tag heute, oh, ist schon ganz schön anstrengend.
Aber Andrea, wollte ich mal fragen, hast du den Pullover schon gezeigt, den du anhast? Oh, mit Aufstehen und alles? Ja. Also muss ich das Video von hast vorne. Hast du verpasst. Okay, hast du auch die Innenseite gezeigt? Ja. Da hat sechs auf dich gewartet. Aber ich könnte es dir ja nochmal zeigen. Zieh mich dann aus und dann kannst du die Innenseite sehen. Was hältst du davon? Ja, kannst du machen, ja. Ne? Guck mal. Ich bin ja nicht nackelig drunter. Ja. Ja. Also, es ist eine sehr lange Länge. Also, mein Poppes ist echt. Okay, schön. Also, schön bis über ein Ohr drüber. Ich habe hier so einen Einsatz gemacht. Ja. Hier, weil das doch ein bisschen knapp war auf beiden Seiten. Hier so ein gehäkelt und dann eingehäkelt. Hast du zu viel Umfang oben rum, ne? Ja, genau. Uno momento, por favor. Ich ziehe mich mal aus. Ja, du kannst aber unten hochheben. Du musst jetzt nicht komplett. Ja, das reicht ja schon. Muss ich, wenn, dann willst du es ganz wissen. Mal, ein Satz. Ist ja auch nicht warm. Aber die waren wahrscheinlich froh, weil es ist ja warm. Ne? So, bei mir geht's. Ich habe irgendwie einen kalten Zug hier. So, und das ist die andere Seite. Das sieht ja gleich aus. Ja, eben. Sieht man ja nicht viel. Ne? Hier, so ein Dingenzinn gemacht, dass man das auch sieht. Aha, okay. So. Aha. Mhm. Das ist der Einsatz von der linken Seite. Also hier sind Arme. Ah ja. Bis unten hin. Halt, ich habe ja mal Rechts- und Links-Probleme hier mit der Kamera. Also, ne, so. Nee, hier halte ich es ja fest, hier. Das ist der Einsatz. Und den habe ich von unter der Arme bis unten hin. Hätte man aber wahrscheinlich quasi von Anfang an ja breiter machen können, dann hättest du ja den Einsatz ja gespart, ne? Ja, wenn ich gewusst hätte, wie breit ich es brauche, okay. Weil hätte ich auf Veronika gehört und eine Maschenprobe gemacht. Ja, eben, ja. Wäre dir das nicht passiert. Was die Alte immer quatscht, das vergessen wir doch wieder. Aber hätte Fahrradkette, ne? Dann haben wir schon einen Hasen gehabt. Andrea, das ist ein Unikat. Ja, genau. Aber danke, Christine, genau, so ist es. Erstmal danke nochmal fürs Zeigen, Andrea. Na, aber gerne doch. Ich war auch nicht untätig. Ich habe mal was gebastelt, also gehäkelt. Ich zeige es euch. Moment, es kommt. Ui. Lampenschirm. Und da habe ich ein Birnchen drin und da kann ich das auch anbieten. Und man könnte es rein theoretisch auch so rum hinstellen. Das ist ja cool. So rum hinstellen und dann kann man da ein Teelicht reinmachen als Deko. Sehr so. Aber ich wollte mal, das habe ich auf Facebook, hat das jemand gepostet und dann wollte ich das unbedingt nachmachen. Ja, und jetzt habe ich Lampenschirmchen und... Und wie hast du das gestärkt? Das ist mit so einem ein Stoffsteif, sowas hier. Es ist quasi wie flüssige Stärke. Stoffstärke, ja. Also gibt es ja da im Laden auch zu kaufen. Aber ich hatte das jetzt noch, das nimmt man anscheinend auch für Serviettentechnik und so. Und das wird also wirklich, das wird wirklich richtig, richtig hart. Das ist ein großes und das ist ein kleines. Mhm. Und dann wiegst du das oder? Was? Wiegst du das denn noch oder häkelst du das gleich so? Dass das so. Nee, also als erstes häkelst du das, dann wird das ja wie so ein Stern. Und dann habe ich das quasi eine Styroporkugel genommen, die mit Frischhaltefolie umwickelt, weil ich will ja die Styroporkugel nachher nochmal wiederverwenden können. Und dann quasi mit dem Zeug eingepinselt. Und dann muss das trocknen und dann kannst du das abziehen und dann wird das dann so. Und doch einen Luftballon nehmen. Ja, könnte ich auch. Und dann habe ich mal die Form noch gemacht, die gefällt mir jetzt aber nicht so. Gott.
Die sind mit den doch. Und da ja, an den Ecken. Ja. So. Das sieht übrigens ganz toll aus im Dunkeln. Ja? Ich wollte gerade sagen, das schmeißt bestimmt wunderschöne Schatten an die Decke. Ja. Und die kann man auch draußen aufhängen, wenn man jetzt eine Party hat. Es darf natürlich nur nicht regnen, ne? Aber man könnte sie rein theoretisch jetzt in die Bäume hängen oder an die Terrasse oder was weiß ich. Kann sich das irgendjemand in real vorstellen oder müsste man uns das bei der Dominik mal anschauen? Weil also ich würde für B sein. Dafür, dass wir uns bei Dominik angucken. Und dann muss es noch dunkel sein, klar, ja. Ja. Hier. Toll finde ich das halt auch, dass man die jetzt passiert. Bitte? Gabriela? Alles gut. Alles gut. Schön finde ich das halt noch, dass man die so hinstellen kann und quasi mit einem Teelicht füllen kann. Und so kommst du jetzt diese Teile, die Licht machen? Großen A. Amazon gibt so in dem Pack drin. Und wie nennt das Stück? Schickt den Link zu Veronika und Veronika macht es unter das Video. Ja, gerne. Sehr schön. Wenn ich weiß, wie ich den Link verlinken kann, dann mache ich das, ja. Kann ich mir es auch aufschreiben, wie es bestellt hast? Na, suche ich es. Ja, genau. Die bestellen. Ja, ich frage dich dann einfach nochmal, ob es richtige ist, ne? Ich will noch ein Päckchen aufmachen. Ich habe halt auch schon ausgepackt, ey. Lecker aus. Und was wird wohl drin sein? Box Opening. Tada! Ah, Aber ich habe das Geschenkpackchen nicht mehr bekommen. Das gibt's nicht. Ich auch nicht. Keine Häkelnadel und kein Bobbeln. Da habe ich gedacht, naja, da muss ich wenigstens ein Buch haben. Ja. Na, den Bobbel kannst du ja bald kaufen. Ja, ich habe ja noch so genügend Bobbel. Das liegt ja nicht da dran. Aber ich hätte halt auch gern gehabt, ein Päckchen für mich. Ja, meine Bobbels sind letzte Woche dann auch noch gekommen. Guck mal. Die Lena hat ja tolle Fotos reingestellt von ihrem Tuch, gell? Das sah ja gut aus. Ja, ja, ich habe ja ein ganzes Paket bestellt, also dieses Geschenkeset mit dieser Häkelnadel. Ja, habe ich ja nicht mehr bekommen. Ja, und das Buch. Und dann habe ich natürlich keine Zeit verloren, wie das so ist, wenn man so ans Häkel denkt, dann habe ich direkt dann ja, und dann habe ich die ganze Zeit jetzt getragen, was ich schön fand, die Kante halt, also die Umrandung, die war am schönsten, weil die Farben, da ist ja so rot und dann so blau und ich war so begeistert von diesem Geschenkset, dass ich habe wahrscheinlich in 2-3 Tage gehäkelt, das ganze Tuch vor Begeisterung. Ja, und diese Häkelnadel, die war für mich jetzt ungewöhnlich, weil das Holz ist so schön. Das erinnert mich so an alte Schiffe, also Boote, die so schön dekoriert waren, noch mit so Nymphen und Nixen und Meerjungfrauen. Also diese ganz alte Schiffe, so dunkelbraune, die so durch die Meere fuhren oder schwammen da. Und das, also das ist richtig schön. Und die liegt gut in der Hand, richtig leicht und schön warm. Ja, und das fand ich richtig gut. Ja, das Buch ist natürlich super, weil da habe ich noch eine Liebe entdeckt, und zwar das. Aber ich überlege, ich bin mir noch nicht schlüssig, mit welcher Farbe oder welchen Bobbel ich nehme. Ich wollte ja noch ein Geschenkset bestellen, weil ich ja so glücklich war mit dem Nummer 1. Und da gab es aber nicht mehr, glaube ich. Und dann dachte ich mir, jetzt muss ich warten auf den Moment meines Lebens. Vielleicht kommt irgendwie Bobbel, was mich... Ich werde mal beim Verlag nachfragen, ob man es nochmal auflegt, ob man nochmal so eine Aktion macht, und würde dann im Falle eines Falles Bescheid geben. Ja, aber dann zuerst mal der Reihe nach. Dominik, bist du fertig?
Ja, ich wollte nur sagen, wenn du das dann weitergibst im Verlag, dann hätte ich gern ein Geschenkset, aber ohne das Buch. Das brauche ich ja nicht mehr. Ich bin fertig, ja. Also, wie gesagt, die Häkelnadel kann man einzeln kaufen und den Bobbel kann man auch einzeln kaufen, ne? Also, ich denke vermutlich, dass die Häkelnadel bei den Neuheiten von Adi ist, aber dass es die mittlerweile auch gibt. Aber ich habe morgen ein Gespräch mit Adi, dann kann ich ja mal nachfragen. Ich schreibe mir es auf. Gut. So, Silvia, lange nicht gesehen, aber gleich erkannt. Ja, danke. Ja, ich hatte viel zu tun. Deswegen konnte ich nicht kommen. Aber die Katharina, die hat mich gerade auf eine Idee gebracht. Ich wollte mal meine Frösche zeigen, die ich mal gehäkelt habe. Die sind leider in der Kuh. Aber da habe ich ein Mädchen mit einem Röckchen und einen Junge mit nichts an. Der hat nur Schuhe. Und die sitzen bei mir auf so einem Sofa. Was süß. Das ist so ein kleines Sofa, hinten mit einem Draht mit Blümchen dran. Und das war mal eine Physalis-Dose und die habe ich einfach umhäkelt. Und das ist ein Sofa geworden von einem Frosche. Nur mal so als Idee. Super. Ja. Ganz schön. So, und ich habe jetzt auch wieder was zu zeigen, nämlich den September. Schon den September, mein Gott. Ja, das ist die höchste Zeit. Ja. Heute habe ich ihn gemacht und heute ist er fertig geworden. Hat erstmal die Seite. Es sind die Weintrauben geworden. Erstmal von der Seite und dann von der Seite. Und ich habe jetzt auch gleich alles dran genäht. Also ich habe jetzt schon eine riesige Decke, 3x3 Quadrate. Wow. Schön. So weit hinter kann ich gar nicht gehen. So. Das ist meine Decke. So, und ich habe es jetzt schon alles fertig gemacht. Also die Marion, die kann das dann in den nächsten Newsletter mit reinbringen. Super, schön. Heute. Also kann es weitergehen. Bin schon gespannt, wer das alles mir noch weiter schafft, mitzumachen. Jetzt können wir die mitmachen, die gewartet haben, auch damit sie 3x1 machen können. Gell, zum Beispiel. Genau, wieder ein Quartal beendet. Super. Kannst du mal ein Foto schicken, dann kann ich es hier zeigen, weil es doch immer weit weg, weil du doch immer weit wegstehen musst. Kann ich gerne mal auch ein Foto von den ersten neuen Fächern machen. Ne? Zum das kann ich machen, das ist mal so ein neuner. Ja. Genau. Weil der Unterschied so von Vorder- und Rückseite finde ich schon, je mehr Bilder dazukommen, je effektiver finde ich, wird das Ganze. Ja. Jetzt sieht man ja auch, dass die Farben diagonal verlaufen und das war ja dann gerade der Clou. Man hat es ja nur auch, sieht man das jetzt noch? Ja, hier das Rot, das ist jetzt schon dreimal durch. Es kommt hier von hier unten und ist in der Mitte und hier oben. Und jetzt kommt halt als nächstes das Terrafarbene. Das sind schon zwei und das kommt jetzt nochmal oben in die Ecke. Und dann haben wir wieder die Diagonale. Und dann sind halt die Ecken noch. Also ich bin schon richtig glücklich. Also es macht auch richtig Spaß, die dann auf sich liegen zu haben und weiterzumachen. Und schön. Die ist auch wirklich richtig schön geworden. Ja. Gut. Ich muss jetzt gerade erstmal noch meine Freude loswerden. Das war's. Ja, ich habe jetzt in dem Buch gerade meine Stola entdeckt, die ich gehäkelt habe. Im Buch, ich bin im Buch. Du musst Stola berühmen. Ja, Schluss, aus, fertig. Gut. Guck mal, Veronika, wie schnell du Menschen glücklich machen kannst, was? Ja, vor allen Dingen mache sie ja mich glücklich, weil sie die Sachen häkeln, ne? Testhäkeln. Von daher ist das ein Geben und ein Nehmen. Ja. Ich freue mich immer, wenn ich was sehe von mir, was ich gemacht habe. Dann kann ich ja gar nicht. Dann denke ich als immer.
Habe ich das wirklich gemacht? Ja, das hast du gemacht. Also ich finde es auch immer toll, wenn Leute das nachmachen. Oder ja, auch anders, in anderen Farben oder sonst irgendwas. Ich finde das immer total toll. Deswegen freue ich mich auch immer so, wenn ich Bilder sehe, wenn jemand die Decken nachmacht. Also die auch so ganz dunkel hat jemand gemacht mit dunkelblau und weiß oder mit Creme. Das sah ja auch total klasse aus. Und dann die Verrückte, ich weiß nicht, eine Heike noch was, die hat das ja total verrückt mit Herzen und allen gemacht. Das ist die, so, so Heike schön. Das ist, ja, genau. Die Heike, die hat das Fieber gepackt. Die hat ja so viele Decken und so viele Motive. Macht mehrere, genau. Bin ich auch immer wieder geflasht, ja. Schön. So, Heike Rabe. Genau. Dominik, da musst du dein Buch an das große A zurückschicken, weil im Frechverlag gibt es das noch als Set. Direkt im Frechverlag für 46 Euro. Ich habe im Top-Verlag. Naja, Top-Verlag. Top-Frech. Ich habe halt unter dem Link, wo Veronika und das Video gemacht hat, da habe ich geguckt, da gibt es aber nur noch das Buch. Nee, genau. Steht direkt mit dem Geschenkeset-Regentuch mit Bobbelhäkeln und ich habe es gerade eben in den Warenkorb gepackt. Komplett als Set. Das finde ich ja auch Verschämtheit. Ja. Aber noch nicht bekommen. Hä? Das ist ja komisch, ich habe es auch nicht gekriegt. Ja, ich habe es auch nicht gekriegt. Ich habe es extra geguckt, dann habe ich gedacht, na, schade, dann im Schwänischen das Buch. Oder die haben es tatsächlich nochmal aufgelegt, ne? Kann natürlich auch sein, dass es zwischenzeitlich mal ausverkauft war. Was ist denn, wenn man das im Warenkorb hat und dann aber sich dann doch anders entschieden hat jetzt? Also zum Beispiel, ich würde es jetzt nehmen wollen, pack's in den Warenkorb, dann ist es ja raus, weil sie denken, dass ich es haben will. Und dann sage ich aber nach 5 Tagen, nee, ich nehme es doch nicht. Könnte ja auch sein, oder? Das und dann ist es wieder verfügbar. Ich weiß nee, nicht, ob nee, das so... ist nicht so. Nee. Im Warenkorb ist noch nicht raus. Erst wenn du wirklich bezahlt und gekauft hast. Aber es ist reserviert, es geht weg im Stock. Nee. Ja, das meine ich. Ja. Nein, geht nicht weg. Ah, nicht so? Nein. Also bei... Also, ja. Also ich vermute eher, dass es eine Neuauflage, dass es nochmal nachgelegt haben, weil wir ja, weil jetzt zwei gesagt haben, es ist nicht lieferbar. Also von da, das wäre ja schon ein großer Zufall, ne? Ja. Ja, also ja. Direkt im Frechverlag Online-Shop Bücher online bestellen. Müsste ja okay, dann stehen, zweite Auflage oder so, oder? Ja, eben. Weil mit zweiter Auflage hat es ja nichts zu tun. Die Bücher, die Bücher, die da mit dabei sind, sind die ersten Auflagen. Es ist ja so, der Frechverlag kauft sich ja auch die Wolle und die Häkelnadeln zu. Und dann nehmen sie eine bestimmte Menge. So viel, wie sie hoffen, dass sie sicher wegbekommen, weil grundsätzlich ist ja der Frechverlag kein Warenhandel in dem Sinn. So, und vielleicht war die Nachfrage so groß, dass sie gesagt haben, wir legen nochmal nach. Ne? Also das hat dann nichts mit dem neuen Druck vom Buch zu tun, sondern die nehmen dann schon das Buch aus der ersten Auflage und packen eben nochmal solche Geschenksets zusammen. Aber was ganz interessant ist, dass ich habe, wie gesagt, ich konnte es mir jetzt gerade eben in den Warenkorb packen und steht drunter, ab dem 5.9. Ja, ist es dann bereit. Ja, ja, das klingt, genau, das klingt nach Nachorderbestellung, ja. Weil die Bobbel kommen ja erst Anfang September. Aber die Bestellung, die kann man nur nach Deutschland machen. Also, das kann oder, sein, das kann sein. Ich wollte das auch bestellen und habe gesehen, dass ich nur Deutschland wählen, also es ist nur für Deutschland. Ja, das kann gut sein, weil die, weil die Versandkosten in die Schweiz bei so einem großen Paket, die liegen meines Wissens um die 12 Euro rum. Und das ist einfach dann nicht, das Ganze dann zu organisieren, dass man eben auch in die Schweiz verkaufen darf, lohnt sich für viele Shops eben nicht. Ja. Es geht ja nicht nur um das eine, um dieses eine Päckchen, sondern man muss dann grundsätzlich seinen Job umstellen, dass man eben auch in die Schweiz liefern kann. Und es lohnt sich eben nicht, ne? Ja, klar. Ja, das kommt dann daher. Aber wie gesagt, ihr könnt die ganzen Sachen auch einzeln euch. Ja, eben. Ja. Ist das jetzt kein so großes Ding?
Nein, die Dominik hat auch gar nicht gejammert. Nein. Ich finde es halt einfach nur immer, wenn ich dann was bestelle, dann gibt es nur noch das Buch. Andere bestellen, kriegen sie das ganze Paket. Also ich glaube, die sehen dann gerade, wenn ich bestelle, dann geben wir nur das Buch. Nee, weil du so langsam warst. Die hat Wolle genug. Hätte mal ein bisschen spontaner sein sollen. Das dauert bei mir immer. Das ist das Problem. Ja, siehst du. Ich kann besser einkaufen, siehst du. Ja, genau. Vielleicht hat dein Mann so einen Filter da drauf gesetzt, oder? Ja, sicher. Nach Österreich liefern sie auch. Gemein. Habt ihr die Sabine verstanden? Österreich liefern sie auch, hat sie gesagt. Nach Österreich liefern sie auch. Okay, dann müssten sie auch in die Schweiz liefern, eigentlich, oder? Nein, wir sind nicht in der EU. Ach, stimmt, ja. Ach, die Außenseiter. Ich bin noch mal anders, ja. So, Heide, du bist anwesend. Sag mal Hallo. Hallo. Hört man mich? Ich weiß ja, gar nicht. Neidisch. Warum denn neidisch? Was ist denn jetzt schon wieder? Der Strandkorb, der steht bestimmt an einem schönen Sandstrand. Nee, der steht bei mir im Garten. Und ich habe als die Befürchtung, weil wir haben hier den Teich und da plutschert es dauernd, nicht, dass ihr alle aufs Klo gehen müsst. Ja. Aber wenn ihr nicht hört, ist er gut. Also Heidi, vorhin haben schon mal alle kollektiv die Daumen gedrückt für nächsten Dienstag, dass alles gut rumgeht mit deiner OP. Dass wir dich gesund und fröhlich wiedersehen. Ich hoffe. Ja. Ich hoffe, dass die mich auch gut aus der Narkose wieder rausholen. Und nicht, dass die unterwegs dann merken, hier der Knochen tauchen ist, den müssen wir jetzt auch noch entfernen oder so. Oh. Ich habe Angst. Ich habe echt Angst. Ja. Sag's halt den Ärzten am Dienstag, wenn du operiert bist, dass du abends ins Zoom-Meeting musst. Ne? Woll, das sage ich denen. Ich stelle mir dann schon alles hin. Ich bin ja dann nur noch einhändig. Ich stelle mir dann schon alles parat, dass ich nur noch einen Knopf drücken muss. Also ist ein ambulanter Eingriff. Nee, das ist so, ich bin eine Woche stationär, das gibt eine Prothese, also richtig alles raus und Titan hinein. In der Schulter? Ja. Ui. Komplette Schulter kaputt. So viel. Ui. Ja, ich habe Angst. Aber dann kannst du ja hinterher häkeln und stricken. Jo, dann quietscht das so schön, oder? Nee. Geh mal davon aus, dass es dann mit der doppelten Geschwindigkeit geht. Ja, also muss ich immer das Ölkännchen dabei haben. Ja, so wie, wie beim Zauberer vom Ost, der Blechmann. Nee, die tankieren ein Motörchen einbauen. Bitte? Die tankieren ein Motörchen einbauen. Ja, das sollte ich vielleicht noch fragen. So ein Quatsch. Das ist ja dann Cheaten. Genau, vielleicht so ein KI-gesteuertes Motörchen, das das Muster irgendwann selbst häkelt, ne? Der macht dann immer so. Ja, genau. Das ist ja dann Cheaten. Ja, am besten gleich damit Stricknadeln dran. Ist ein bisschen weit oben. Ja, vielleicht so ein Haken noch da rein, dass sie Ja, Heide, wer den Spott hat, wer den Schaden hat. Ja. Aber wenn ich das jetzt dann richtig sehe, dann darfst du ja hinterher nicht mehr im Flugzeug, also im Flughafen durch die Sicherheitsschleuse, ne? Hab ich mir auch gedacht. Dann kannst du immer gut Stricknadeln mitnehmen, oder? Ja. Also, die Heide bekommt dann einen. Heide bekommt einen Prothesenpass. Ja. Und den wird sie mitnehmen müssen. Ja. Und dann darf sie auch durch die Schleuse. Ja. Das kenne ich. Und da würde ich draufschreiben, dass als Hilfsmittel Stricknadeln ganz wichtig sind. Ja, aber manchmal muss man ja so, ne? Ich muss ja Therapie betreiben, also als Therapie, wie heißt das dann, als therapeutische Maßnahme? Ja, Maßtherapie. Ne? Ja. Dass deine Schultern während dem Flug nicht einfriert. So, jawohl. Eindrostet. Ja, ich sag's ja. Sonst muss man dich aus dem Flugzeug tragen.
Ich habe eine starke Nickelallergie, das musste ich denen auch angeben. Hat er gesagt, da Ja. muss man was aus Amerika irgendwie, keine Ahnung. Ich hoffe, dass ich jetzt kein Plastik Da kriegst du nicht Titan? kriege. Doch, doch, eigentlich schon, aber da ist Ja. auch immer noch ein Nickelanteil drin, hat er gesagt. Da gibt es dann noch irgendwas anderes. Manchmal kann Hoffentlich versteht dann die Schulter deine Muskeln. Jo, Ja. ich kann ja genauso viel Englisch wie die Andrea noch, vielleicht einen Satz mehr oder so. Ich wollte gerade sagen, hör, ich kann Englisch. Was ist los? Steigt Mann. Was? Ja, mal Oh. gucken. Oh je. Ja. Ja, die Also letzten ganz, Tage. ich nutze jetzt die Gelegenheit an alle, Ja. die eine Prothese tragen. Ihr müsst beim Zahnarzt dann, also Heide, du auch, künftig angeben, dass du eine Endokarditis-Prophylaxe machen musst. Ihr unterschreibt es alles beim Anamnesebogen. Aha. Steht es drauf, ob ihr diese Endokarditis-Prophylaxe machen müsst. Und wie immer kreuzen alle Nein, 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 Nein an. Aber sobald man eine Prothese trägt, braucht man das. Und das heißt, wenn der Zahnarzt irgendwas macht, was bluten könnte, müsst ihr vorsorglich eine Antibiotika einnehmen. Das wird euch Aha. dann der Zahnarzt sagen. Ganz wichtige Geschichte. Also wird sehr oft vergessen. Das war ja auch die Geschichte, warum es meinem Mann so schlecht ging, weil man einfach nicht deutlich genug darauf hingewiesen hat bei der Knie-OP, Ah, dass er ab jetzt es ja. braucht. Und dann kamen eben Bakterien durch die Zahngeschichte, durch Ei, eine ganz harmlose Zahnbehandlung, Bakterien die Blutbahn. Und deshalb an alle, die eine Prothese haben, in irgendeiner Form teilt es eurem Zahnarzt mit bei jeder Behandlung. was ist deine Endokarditis oder wie das heißt? Endokarditis ist die Herzinnenwand. Also ihr kennt vielleicht Herzmuskelerkrankungen, das ist die harmlose Form. Und Endokarditis, da ist die Endo von innen, Karditis vom Herz. Die Innenwand ist dann entzunden. Und das Ui. ist eine richtig harte Nummer, ja. Normalerweise kommt man dann da ohne sich die Aortaklappe wird da sehr oft in Mitleidenschaft gezogen. Die braucht es dann im Nachgang meistens neu. Also Also das heißt, er hat jetzt quasi durch den Zahnarzt, oder jetzt sage ich mal, nur durch den Zahnarzt Bakterien ins Blut bekommen, hat sich dann an der Prothese am Knie festgesetzt und ist dann ans Herz gewandert. genau. Ja. Genau. Die Toi. Schwäche, die empfindlichste Stelle ist die Aortaklappe, weil die ganz dünn ist und weil die so flattert. Und da kann, deshalb ist die ganz schlecht durchblutet. Und A ist die Prothese, das Gewebe um die Prothese schlecht durchblutet. Da können sich die Bakterien am besten einnisten. Und das nächste ist dann eben die Aortaklappe. Ich möchte nicht zu medizinisch klingen, also wenn ich hier was Falsches erzählt, darf gerne jemand seinen Kommentar drunter setzen. Es ging mir nur darum, dass mein Mann ist super operiert worden mit seinem Knie, aber er wurde ganz entweder gar nicht oder viel zu lasch darauf hingewiesen, dass er jetzt diese Prophylaxe machen muss. Auch Heide, acht mal drauf, wie sehr, Ja. wie oft man dir das sagt. Ich bin Ja, der ich. Meinung, dass eigentlich jeder Zahnarzt fragen sollte, haben Sie irgendwas Künstliches in sich? So wie Ja. wir Frauen werden ja auch bis weit über die 50 beim Röntgen gefragt, ob wir schwanger sind. Auch Ja. so, so ist es wirklich auch lebensrettend, wenn man danach fragt. Ja. Ja, das fragen sie aber Okay. auch nur, wenn du einen neuen Zahnarzt hast. Wenn du einen alten Zahnarzt hast, füllst du so einen Anamnesebogen ja nicht nochmal aus. Im Anamnesebogen unterschreibt man, was wir mittlerweile auch wissen, sollte sich irgendwas an meinen Angaben ändern, denn wir Ah, haben beide okay. Unterschrift, die man da drunter setzt, werden wir das mitteilen. Also, Was man unterschreibt. Sollte Genau. man auch das kleine Druck lesen, weil das wusste ich noch nicht. Ja. Du liest Also ich auch war das. vor einem Jahr mit einem älteren Herrn beim Zahnarzt und habe für ihn den Anamnesebogen beim Zahnarzt ausgefüllt. Da war keine Frage nach
sagst du? Nein, nach dem auch wenn etwas künstliche Prothese hat. Das steht auch nicht da. Es ist die Frage nach, benötigen Sie Endokarditis-Prophylaxe? Allein schon, dass man das in so ein Wort reinpackt, ist eigentlich der Hammer, ja. Ja. Er wurde gefragt, ob er schwanger ist. Das musste er beantworten. Aber das andere habe ich beides nicht gesehen. Ja, dann schaue ich mal den Bogen nochmal an. Also mir schaut natürlich, blinkt jetzt dieses Wort entgegen. Haben wir alle schon unterschrieben, dass wir es nicht haben. Steht im Anamnesebogen mit drin. Ja. Cool. Gut, also, wenn es nur einer liest oder hört, der das nicht wusste, ist schon ist wieder. Ist schon einer mehr. Ja. Ja. Jetzt unbedingt, ich will jetzt nicht behaupten, dass es tödlich ist in allen Fällen, aber es wäre sehr viel erspart geblieben. Muss ja nicht sein, ne? Es ist ja auch, du bist ja sowieso anfälliger, wenn du irgendwie, mein Mann hat ja auch Prothesen im Rücken und im Halsbereich. Also wenn der sich irgendwie verletzt und da Bakterien reinkommen, dann wäre es auch das Gleiche. Also da muss ja auch aufpassen, in dem Fall. Genau. Und Blutvergiftungen ist nicht zu spaßen. Also das ist ja die zweithäufigste Todesursache. Neben Herzkreislauf. Naja. Ja. Deshalb machen wir die Vorsorge so gut es geht. Deshalb habe ich es jetzt auch erwähnt, Heide. Also, aber wir denken an dich, wir drücken die Daumen und du bist bestimmt bestens informiert. Und ansonsten informierst du die Ärzte. Jawohl, ich sag den mal. Und das aber ist auf Zoom-Meeting von heute. Genau. Ja. Haben Sie mal den Link gesehen? Ja, mache ich. Okay. Vielen, vielen Dank nochmal. Gut. Wie lange musst du ruhig stellen oder wie darfst du wieder anfangen zu bewegen? Weißt du das schon? Also ich bleibe eine Woche im Krankenhaus und nach 6 Wochen bekomme ich 3 Wochen Reha. Das hat man mir gesagt. Und ich kriege auch so einen Schmerzkatheter in den Hals und da hat er gemeint, da könnte ich sogar gleich schon die Schulter bewegen. Aber die Schmerzen werden dann sowieso weg, weil die räumen das ja dann alles aus, was da so drinne stört. ich denke dann mit langsamen Übungen, aber ich muss so ein Ding mit so einem Kissen dann die ganze Zeit tragen und das für 4 Monate ungefähr. Oh, aber nachts darf ich es abmachen und zum Duschen auch. Aber ansonsten immer, und dann halt Physiotherapie ist ganz klar. Ne? Also mal gucken. Schauen wir mal. Ich muss erst mal die eine Woche überstehen. Bitte? Ja, man guckt an, ein bisschen zum Jammern. Ist mit jemand am Quatschen, ne? Ach so. Ich bin kein Mensch, der jammert. Ich stecke alles weg. Genau. Ja. So, ich bin jetzt am. Ich suche gerade die Bilder von letzter Woche, weil wir ja da diese kleinen Kacheln hatten. Und jetzt möchte ich euch das eben nochmal in groß zeigen. Cool. Ja, so ist der Plan. Bildschirm teilen. So, seht ihr die Bilder vom Laden? Ja. Wo die Lena war, ne? Ja. Da. Gehe ich mal jetzt durch. Das war, wo ich sagte, die Wand, die mich so gefreut hat, wird so ein Bücherregal. Wenn man dann eben doch sehr viele Bücher auf einmal sieht, das freut einem dann doch. Und die Lena hat sich selbst verewigt. Vielen Dank nochmal für die Bilder, Lena. Dann aber an Schattenstricken.
Das ist mir zugeschickt worden. Das haben wir schon gesehen. Das ist von der Silvia, der August. Da hat heute die Biene ein Bild eingestellt. Von der Lederlook hat sie eine Tasche fertig gemacht. Da ging es ja um den Henkel, da wo ich das Video eingestellt habe. Und sie hat jetzt eben aufgrund von dem Video den Henkel auch nachgehäkelt. Silvia, danke nochmal fürs genaue Erklären. Und gerne. Jetzt ist die Tasche fertig geworden. Das ist ein richtig tolles Stück. Und hier. Was ist genau? Das ist der Strandkorb, in dem ich sitze. Die Heide hat heute mir das Foto geschickt. Heide, erzähl gerade mal selber was dazu. Ja, wir waren bei IKEA und da habe ich die Gläser gesehen. Und mein Sohn, der ist heute aus dem Internat, praktisch letzter Tag. Und die Hausmutter, da wollte ich ein Geschenk machen. Und die hat immer Kekse im Büro. Und da habe ich gedacht, ach, so ein Keksglas wäre nicht schlecht. Und da habe ich so ein großes Keksglas genommen. Und da habe ich gedacht, ach, so ein Bobbel da rein. Also ich hatte so ein Tuch gehäkelt. Und das habe ich dann eingerollt und in das Glas hineingesteckt. Und dann kriegt sie das Keksglas, hat sie heute bekommen. Und habe praktisch Bobbel im Glas, habe ich gesagt. Hat sie noch eine Packung große Kekse dazu. Falls sie das Tuch rausnimmt, kann sie gleich Kekse wieder reinfüllen. Hat sich sehr gefreut. Also es war toll. Also mir hat es gut gefallen. Habe ich schon gedacht. Bobbel im Glas. Ganz, ganz tolle Idee. Ja. Fand's lustig. Dann die. Das ist von Andrea gewesen, gell? Das ist geil. Die Andrea war fleißig. Ja. Und hat einen Aufkleber organisiert. Der ist gar nicht. Andrea, magst du was zum Aufkleber sagen? Ja, ich habe gleich mit QR-Code gemacht, damit, wenn das dann jemand von euch am Auto kleben hat, dass man dann auch vielleicht neue Leute auf Veronika ihre Seite kriegt. Unlocked. Genau. Und die verteile ich dann in Bad Lippspringe. Genial. Oh. Genial. Und wir? Ja, war. Oh. Ja. Ja, oh. Ich denke mal, die könnt ihr dann alle bei meiner Medienfachfrau bestellen. Yeah. Nur die, die nach Bad Lippspringe kommen, die kriegen es von mir geschenkt. Ja, super. Ist ja voll nett. Wie groß ist der? Bitte? Wie groß ist der? 10 bis 15 Zentimeter habe ich angegeben. Ich habe es im Original noch nicht gesehen. Wir machen dann Fotos in Bad Lippspringe und stellen ein Wollknäuel dabei, damit ihr das Verhältnis sehen könnt. Sollen wir das so machen? Ja. Und Andrea, das sind die Bilder, die hatte man schon. Das ist von der Andrea. Da war noch ein zweites Bild, das wolltest du nicht zeigen? Dann sind wir durch. Das zweite Bild wolltest du nicht zeigen? Das zweite Bild, das zweite die Bild. Tasche? Die Tasche? Hast du mir eine Tasche geschickt? Na klar. Wo ich gesagt habe, die befülle ich noch mit dem Aufkleber. Dann ist mir mit der gleichen WhatsApp mit. Ja. Ah, siehst du mal, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Und das willst du dann auch verteilen dort? Ja. So, also du wirst als erstes schon mal von meiner Liste gestrichen. Dominik, es hilft nichts, du kannst dich ja immer noch entscheiden zu kommen. Ja, genau. Nee, das passt mir jetzt dieses Jahr aber gar nicht. Ich habe die Auflage erhöht. Naja, du, vielleicht wenn wir uns ja mal sehen sollten, mal ganz lieb drückst, vielleicht schicke ich dir ja dann eins. Ja. Schon okay. Vielleicht bittest du Dieb und einer, der dann auch auf dem Schiff drauf ist, bringt dir dann eins mit. Das wäre eine Variante. Genau, kann ja Veronika eins mehr geben, weil die geht definitiv aufs Schiff. Ja, so ist der Plan.
Wenn du rechtzeitig ankommst, gell? Ja. Die Jacken zeige ich jetzt noch, bevor ich das nächste Bild hochlade. Die haben wir uns ja noch, die habe ich mir ja noch schicken lassen, ne? Weil wir das ist genial. Die ist einfach der Hammer. Mhm. Ja. Das ist toll. Cool. So. Jetzt suche ich noch das Foto von der Tasche. Carola hat auch gerade geschrieben, dass sie nicht dabei sein kann im Chat. Oh. Carola. Ja, habe ich gesehen. Hm. Ja. Ja, wie sagt man, kann das denn hinterher alles bestellen? Ich habe mal eine Frage. Da war heute in der Facebook-Gruppe eine, die sich entschuldigt hat, weil sie auf was aufpassen muss. Auf was muss sie aufpassen? Ich habe das nicht verstanden. Auf Engeli, vielleicht. Oh, der René ist da. Nee, das war irgendwas ganz anderes. Irgendwas Grüschli oder sowas. Ja, das ist Engeli, bestimmt. Ja. Das war bestimmt eine Schweizerin. Ist es die Monika vielleicht? Gewesen. Ich kann mir Namen genauso gut merken wie eine Veronika. Aber da fällt dir mein Name ein in dem Fall. Ne? Aber es kann sein, dass es Monika war, ja. Ja, die hat einen ganz speziellen Ausdruck fürs das Enkelkind. Ich habe das nicht verstanden. Da kannst du beim nächsten Mal fragen. Ja. So, ich habe jetzt noch was von, was die Marion geschickt hat. Schön. Marion? Weiß ich, oder? Du ja. Bist gefragt. Terrasse. Ja. Das ist also erstmal ein Tuch. Kann man so beenden. Man kann es auch weiter spinnen zur Jacke hin. Oh, schön. Und so ist das Tuch mal anders angezogen. Aber da ist, sieht man auch unten, dass da noch Kabel drin ist, Seil drin ist. Das ist die Jacke von hinten. Das nicht. Ja, und dann werden die Ärmel halt so zusammengenäht. Das ist auch die einzige Naht, die man braucht, die Ärmel. Alles andere ist ein Stück. Ist das tunesisch? Nee, ist ganz normal gestrickt. Glatt rechts. Beziehungsweise Müsterchen ist ja nur in dem hellen Bereich. Sind das zwei Teile, Marion? Nee, eins. Hä? Wie kriegst du das, was du in den Zoom-Meeting gestrickt hast, ne? War das, die Jacke? Ja, das war die Jacke, die ich die ganze Zeit hier im Zoom gestrickt habe, ja. Ja, aber wie kriegst du aus so einem Tuch eine Jacke raus? Ja, das kann nur ich. Magic. Zaubern. Da hast du unten noch was dran gestrickt, oder? Ja. 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 Na, wie gesagt, das sind nur die Ärmel, die sind genäht. Die dreht man halt so auf. Ich weiß nicht, wie man es anders erklären soll. ja, und dann näht man ein, also strickt man eigentlich weiter dran. Also unten habe ich dann geteilt und auch noch so kleine Dreiecke mit dran gestrickt. Aber Marion, sag mal, muss man die nicht auch erst Probe stricken, bevor man da das Ding rausgeben kann? Du weißt schon, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Also meine habe ich jetzt besonders lang gemacht. Das kannst du dann so machen, wie du das gerne hättest. Also es ist in alle Größen funktioniert das. Nice to have. Ja. Sieht doch schön aus. Das hat uns die Silke, hat mir die Silke geschickt. Die folgt auch unserem Zoom-Meeting, hat sie aus einem Bubbel gehäkelt. Auch schön. Sehr schön an das Foto. Und jetzt gehe ich wieder zurück und suche nochmal. So, Marion, jetzt nochmal zu deiner Jacke. Wann kommt dann da die Anleitung? Ach, weil die muss ja erst Probe gestrickt werden, ne? Ja, genau. Ich arbeite noch dran. Du hast ja gehört, man kann sich's eben sonst nicht vorstellen, wie das gemacht ist. Ja, ich ja, muss und, noch. Und das muss man ja richtig erklären, damit es ja auch alle verstehen. Und darum muss das ja erst Probe gestrickt werden von mir.
Ich wollte gerade bei ihr schreiben, dass ich gerne Proben stricke. Nee, machen wir. Stricke Probe. Also, Monika hat geschrieben, dass sie die Großkind hütet. Also von Großmutter sind das die Großkinder. Das hat sie geschrieben. Ach so, okay. Einfach nur Großkinder, und das verstehe ich nicht. Ja, ich habe Groschin gelesen, Groschin, bis ich merkte, was es hier heißt. Ja, okay. Ich habe das nicht verstanden, es tut mir fürchterlich leid. Darum sage ich jetzt, was es ist. Aber da bin ich schon gespannt, Marion, wie das mit dem Anstricken oder Anhäkeln unter dem Tuch geht. Also das und das in jeder Größe. Okay. Das muss. Also ich zeige jetzt nochmal die Taschen, die ich euch fast unterschlagen hätte. Von. Oh! Die werden auch noch befüllt, ne? Also da kommt so ein bisschen Kleinzeug rein. Taschen gibt es auch. Richtig krass. Och. Sind die Taschen auch von deinem Charakter? Ja. Richtig schön. Da müssen wir uns mal unterhalten, ne? Ja, erstmal. Ich habe ja die Auflage erhöht. Weil ich Angst habe, es reicht nicht. Mal gucken, was so übrig bleibt. Aber kann man da nicht auch mal so ein Geschenkset packen, was man irgendwo bestellen kann? Sicher. Ich glaube, das hat jetzt auch die Marion mit unterhalten gemeint. Ne? Ja. 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 So, ich teile jetzt noch mal, Marion, ich teile noch mal den Bildschirm wegen deiner Jacke. Weil die Dominik. Ja, das mit den Ärmeln finde ich auch schon witzig. Also wie soll das funktionieren? Es ist hier die Ende des Dreiecks von der Spitze. So drumherum gelegt. Ja, da will ich noch eine Zeichnung zu machen, damit man das auch wirklich genau erklären und sehen kann. Ja. Nur erklären mit Worten ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, das könnte man sich so vorstellen, dass wenn man sich das Dreiecktuch jetzt umlegen würde und die Enden dann um die Arme rumwickelt. Richtig, ja, genau. Und dann zunäht. Genau. Aha, aber das braucht eine lange Spitze oben. Hä? Ja. Genau. Und dann, wenn das zugenäht ist, an das, was übrig bleibt, dann das Unterteil dran stricken. Anstricken und hier hoch nimmst du dann noch wieder Maschen auf. Da waren ja keine. Das ist ja praktisch, dass das Ende da. Eigentlich wie ein Raglan-Pullover. Das ist doch komplizierter. Nee, das ist ein bisschen anders. Ich sehe uns da mit dem Dreieckstuch und dieses Dreieckstuch wird so lange um die Arme gewickelt, bis es eine Jacke wird. Ne? Genau. Ja, das ist ja meine Anti-UFO-Jacke. Das heißt, du strickst ein Dreiecktuch, hast du keine Lust mehr, hörst du auf. Dann wollte ich noch ein Bolero machen. Sagt, wenn du dann keine Lust mehr hast, kannst du aufhören oder du strickst eben weiter, bis du eben die Jacke hast. Gut. Ja. Theoretisch kannst du das ja zwischendurch auch immer tragen, ne? Wenn du dich nicht an den Nadeln pickst, ja. Muss nur ein langes Seil machen und dann so mit rumhängen. Das geht dann schon, ja. Das könnte man machen. Da man könnte auch noch einen Reißverschluss dran machen. Bitte nochmal. Man könnte auch einen Reißverschluss dran machen. Ja, kannst du. Statt die Wicklung zunähen, einen Reißverschluss einnähen. Den Reißverschluss da aufmachen. Das stimmt, das ist eine gute Idee. Es gibt auch eine Designerin, die habe ich im YouTube mal gesehen. Die hat sich so Pullis gemacht, wo sie unten einen Reißverschluss, dass es ein Kurzpulli gibt. Wenn man es länger haben will, kann man das Stück mit dem Reißverschluss dran machen. Oder ja, das habe ich sogar schon mal gesehen, ja.
Und was für eine Rolle hast du da jetzt genommen? Die Claudia Wersing, oder nicht? Ja. Den Reißverschluss im Pullover. Ja. Ja. Das war der Gänsepullover. Genau. Ja, genau. Muss man gerne Reißverschlüsse einnähen, ne? Ja, also meins ist es nicht. Ich habe den dann gleich lang gestrickt und gut ist, aber die Idee ist nicht verkehrt, wenn sie was da haben will. Ja. Und deshalb sprechen wir heute Abend drüber, ne? Das so gut war die Idee, dass sie immer geblieben ist. Ja. Die Viola ist da. Hallo. Hörst du was? Aus dem Urlaub. Hallo. Gleich kriegt der der Chätzele Mund verboten. Na, Viola. Hi. Hat sie nicht gehört? Doch, doch. Doch. Wir sitzen beide am Computer und dann müssen wir uns irgendwie einigen, wer stumm und wer laut hat. Ne? Also wie immer, oder? Hier gibt es nicht so viele Räume, in die man sich verkriechen kann. Oh, deswegen sind wir hier draußen. Habt ihr heute in Wooly Hux die Geschichte von Michael Adolf gelesen? Ja, total geil. Ja. Okay. Er hat versprochen, dass er in regelmäßigen Abständen solche Geschichten einstellen wird. Ich werde sie dann auch immer, also Marion, Info an dich, Theresa, wir werden dann im Newsletter eben auch einfach nur kurz verweisen, dass wieder eine neue Geschichte eingestellt wurde, dass man die eben dann nachlesen kann. Der Michael Adolf schreibt Geschichten als Angehöriger einer strickenden Frau, was er da so erlebt, wie es ihm da so geht. Unter anderem ging es eben heute darum, dass wenn er heimkommt und eine Frage stellt und die Antwort ist 13.